Kapitel 8.2 Die Gefahr des Immanenzkonzepts. Von der falschen Vorstellung der göttlichen Immanenz, das heißt der Vorstellung darüber, dass Gott überall sei, ausgehend, behaupteten manche, dass Gott mehr im Menschen enthalten sei als in Tieren, in der Vegetation, Mineralien etc. Bei dieser Theorie war es nur eine Frage der Zeit, bis einige Leute behaupteten, Gott wäre mehr in ihnen als in allen anderen Menschen, und zwar entweder durch Hulul, das heißt, Allah tritt in den Menschen ein, oder durch Ittihad, das heißt, komplette Vereinigung des menschlichen Geistes mit dem Geiste Allahs. Unter der muslimischen Bevölkerung des 9. Jahrhunderts erklärte ein verwirrter und sogenannter Heiliger namens Al-Halaj, der von 858 bis 992 nach Christus lebte, er und Allah wären eins. Die Nusayriya, eine Abspaltung der Schia aus dem 10. Jahrhundert, behaupteten Ali ibn Abi Talib, der Schwiegersohn des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, sei eine Erscheinung Allahs. Die Drusen, eine weitere abgespaltene schiitische Sekte des 11. Jahrhunderts, stellten die Behauptung auf, der fatimidische Kalif Al-Hakim bi Amrillah, der von 996 bis 1021 nach Christus lebte, sei die letzte Inkarnation Gottes unter den Menschen gewesen. Ibn Arabi, der von 1165 bis 1240 nach Christus lebte, ein anderer sogenannter Sufi-Heiliger des 12. Jahrhunderts, hielt seine Anhänger in einem Gedicht dazu an, sich selber anzubeten und nicht irgendetwas außerhalb ihrer Person, da er glaubte, Gott wäre im Menschen. Genau dieselbe Theorie war auch die Essenz der Behauptung des Amerikaners Elijah Muhammad, gestorben 1975, dass alle schwarzen Menschen Allahs seien und dass sein Lehrer Fard Muhammad die höchste Personifizierung Allahs sei. Der Sektenführer Jim Jones, der sich selbst und 900 seiner Anhänger 1979 in Guyana tötete, ist eines der jüngsten Beispiele eines Menschen, der für sich Göttlichkeit beansprucht und dabei akzeptiert wird. Jim Jones erlernte seine Philosophie und psychologischen Techniken, Unschuldige zu manipulieren, von einem anderen Amerikaner, der sich selbst Father Divine, also göttlicher Vater, nannte. Father Divine, mit richtigem Namen George Baker, erschien während der Wirtschaftskrise der 20er Jahre und eröffnete Restaurants für die Armen. Nachdem er ihre Bäuche erobert hatte, gab er ihnen ein, eine Inkarnation Gottes zu sein. Schließlich heiratete er eine Kanadierin und gab ihr den Namen Mother Divine, also göttliche Mutter. Mitte der 30er Jahre ging die Zahl seiner Anhänger, die über die ganzen USA verteilt und sogar in Europa lebten, in die Millionen. Folglich ist die Behauptung, göttlich zu sein, also nicht auf bestimmte Orte oder religiöse Gruppen begrenzt. Vielmehr schlagen sie Wurzeln, wo immer sie fruchtbaren Boden finden. Sind die Vorstellungen der Menschen durch den Glauben an die Immanenz Gottes darauf vorbereitet, das Konzept eines menschlichen Gottes zu akzeptieren, ist es für jene, die für sich Göttlichkeit beanspruchen, ein leichtes, Anhänger zu finden. Man kann daraus schließen, dass der Glaube, Allah sei überall, extrem gefährlich ist, vor allem da er die größte Sünde aus der Sicht Allahs fördert, verteidigt und rationalisiert, die Anbetung der Schöpfung Allahs. Außerdem fällt dieser Glaube unter den Schirk in Tawhid al-Asma wa Sifat, da er Allah eine Eigenschaft zuschreibt, die ihm nicht gehört. Weder im Koran noch in den Aussagen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, kann solch eine Beschreibung Allahs gefunden werden. Tatsächlich bekräftigen der Koran und die Sunna genau das Gegenteil.